Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um das Umweltschadens-, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht. Im letzten Podcast in unserer Serie zum Umweltrecht haben wir gesehen, dass das Umwelthaftungsrecht keine rein ökologischen Schäden abdeckt. Da hatte ich schon auf das Umweltschadensrecht verwiesen. Um uns mit diesem zu beschäftigen, kehren wir wieder ins öffentliche Recht zurück, denn da gehört das Umweltschadensrecht hinein. Es besteht aus einem Gesetz, dem Umweltschadensgesetz. Das Umweltschadensgesetz gilt für Umweltschäden und die unmittelbare Gefahr solcher Schäden durch in Anlage 1 des Gesetzes aufgeführte berufliche Tätigkeiten, bei vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführten Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensraum, aber auch für andere Tätigkeiten. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ein Umweltschaden ist. Da verweist das Umweltschadensgesetz auf andere verwaltungsrechtliche Vorschriften, zum Beispiel Schäden an Gewässern nach § 90 Wasserhaushaltsgesetz, Schäden an Böden nach § 2 Absatz 2 Bundesbodenschutzgesetz oder Schäden an Lebensräumen nach § 19 Bundesnaturschutzgesetz. Und das Umweltschadensgesetz begründet zwei Arten von Haftung, nämlich die Gefährdungshaftung, wie wir sie im Umwelthaftungsgesetz ja schon kennengelernt haben, bei Umweltschäden an Gewässern, die auf Böden und Lebensräumen, die auf in Anlage 1 aufgeführte berufliche Tätigkeiten zurückgehen, während bei vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführten Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensräumen, die ja auch bei anderen Tätigkeiten gelten, eine Verschuldungshaftung eintritt, denn Voraussetzung ist die Vorsätzlichkeit oder die Fahrlässigkeit. Adressat des Gesetzes, also Verantwortliche, sind in § 2 Nummer 3 beschrieben. Als Verantwortlicher ist nämlich derjenige, der eine berufliche Tätigkeit ausübt oder bestimmt oder eine Zulassung oder Genehmigung für eine berufliche Tätigkeit hat oder eine berufliche Tätigkeit anmeldet oder notifiziert und dadurch unmittelbar einen Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens verursacht. Das heißt also, nicht nur derjenige, der eine Tätigkeit ausübt, ist gemeint, sondern zum Beispiel, wer eine Zulassung oder Genehmigung innehat. Das heißt, da sind wir dann wieder bei der Unternehmensleitung. Also alle Ebenen im Unternehmen können vom Umweltschadensrecht, Umweltschadensgesetz adressiert werden. Die Pflichten des Gesetzes sind erstens eine Informationspflicht bei Eintritt eines Umweltschadens oder der Gefahr des Eintritts eines Umweltschadens muss die zuständige Behörde unverzüglich informiert werden. Dann besteht eine Gefahrenabwehrpflicht. Man muss also unverzüglich notwendige Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung des Schadens treffen. Soweit möglich ist eine Abstimmung mit der Behörde zu empfehlen, die ja ohnehin informiert ist. Und drittens besteht eine Sanierungspflicht. Die Sanierungspflicht besteht aufgrund von Verweisen in europäische Rechtsvorschriften, idealerweise in das Zurückversetzen in den Ausgangszustand. Wenn das nicht möglich ist, müssen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Die Sanierungsmaßnahmen müssen allerdings ohnehin der Behörde zur Zustimmung vorgelegt werden, sodass da eigentlich nichts schieflaufen könnte. Und die vierte Pflicht besteht in der Kostentragungspflicht. Die Kosten für Vermeidungs-, Schadensbegrenzung und Sanierungsmaßnahmen muss immer der Verantwortliche tragen. Da gibt es Möglichkeiten für die Bundesländer, Ausnahmen zu regeln. Zum Beispiel, wenn der Schaden durch eine Anlage, für die eine rechtskräftige Genehmigung vorliegt, verursacht worden ist. Da haben die Bundesländer bisher aber keinen Gebrauch von gemacht. Und im Innenverhältnis, also innerhalb des Unternehmens, kann der Schadensausgleich vertraglich geregelt sein. Ansonsten hängt er grundsätzlich Kraft Gesetzes vom Beitrag zur Schadensverursachung ab. Aber wie das innerbetrieblich läuft, ist also auch im Gesetz geregelt.
Ja, und ebenfalls zum öffentlichen Recht gehört das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht. Beide haben gemeinsam, dass mit ihnen unerwünschte Verhaltensweisen, im Falle des Umweltrechts also unerwünschte Umweltbeeinträchtigungen, sanktioniert werden können. Das Ordnungswidrigkeitengesetz begleitet Fachgesetze wie das Bundesemissionsschutzgesetz, gehört also dem Verwaltungsrecht an. Die Sanktion ist in der Regel eine Geldbuße und das Strafrecht ist ein eigenes Rechtsgebiet. Die Sanktionen sind Geld- oder Gefängnisstrafen und es wird angewendet bei schweren Rechtsgutverletzungen. Eine weitere Folge einer strafrechtlichen Verurteilung ist eine Antragung im Bundeszentralregister. Man gilt also als vorbestraft. Zum Umweltstrafrecht gehören der Abschnitt 29 des Strafgesetzbuches. Überschrift lautet Straftaten gegen die Umwelt. Daneben gibt es aber auch Strafvorschriften in den Fachgesetzen, das sogenannte Nebenstrafrecht, Beispiel Paragraph 27 folgende des Chemikaliengesetzes. Und eine typische strafrechtliche Vorschrift hört sich so an, wie Paragraph 324 Strafgesetzbuch: Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und diese Verknüpfung oder das Wort unbefugt stellt eine Verknüpfung mit dem Verwaltungsrecht dar. Deswegen spricht man auch von der Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts. Was heißt das? Wenn es eine unbefugte Gewässerverunreinigung gibt, muss es ja auch eine befugte Gewässerverunreinigung geben. Und die ergibt sich wiederum aus den verwaltungsrechtlichen Vorschriften im Falle der Gewässerbelastung, zum Beispiel aus der Genehmigung. Also wer eine wasserrechtliche Genehmigung einhält, betreibt befugte Gewässerverschmutzung und fällt damit nicht unter den Paragraphen 324 Strafgesetzbuch. Da gelten nach § 330d des Strafgesetzbuches auch andere vollziehbare Verwaltungsakte, Auflagen oder öffentlich-rechtliche Verträge. Konsequenz der Verwaltungsakzessorietät ist, dass die Strafbarkeit eines Verhaltens nicht alleine aus dem Strafrecht entnommen werden kann, sondern man muss eben verwaltungsrechtliche Vorschriften und Verwaltungsakte wie Genehmigungen, Auflagen oder Anordnungen mit einbeziehen. Und umgekehrt gilt für die betriebliche Praxis: Der beste Schutz vor strafrechtlichen Folgen des Verhaltens ist die Einhaltung des Verwaltungsrechts. Dabei muss man beachten, dass die bloße behördliche Duldung eines rechtswidrigen Verhaltens nach herrschender Meinung keine entlastende strafrechtliche Wirkung hat. Paragraph 330d verweist ja auch ausdrücklich auf vollziehbare, also formelle Verwaltungsakte. Ja, und um das Ganze noch abzurunden, das Ordnungswidrigkeitenrecht, Teil des Verwaltungsrechts, da finden sich die Tatbestände, die als Ordnungswidrigkeit gelten, und die Höhe der Geldbußen in den Fachgesetzen. Meistens gibt es dann eigenen Paragraphen Ordnungswidrigkeiten. Und zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sind auch die Verwaltungsbehörden. Großer Unterschied zum Strafrecht: Die Behörden können Geldbußen verhängen, müssen dies also nicht. In der Regel ist die Geldbuße das letzte Mittel, um Verstöße abzustellen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.